Einen schönen guten Tag und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Kryokapsel in Space Engineers. Und es geht mal wieder weiter im Survival-Modus. Genau, diesen Gang habe ich letztes Mal schon vorgestellt. Und es gibt eine kleine Änderung. Ich habe den Boden dieses Ganges mal mit internen Wänden, Wellen hier, wie auch immer diese Teile heißen, ausgekleidet. Und genau, den Raum hatte ich schon vorgestellt. Genau. Und dann gibt es ein paar kleine Änderungen. Und zwar muss ich zuallererst einmal, um diese Änderungen gewissermaßen zu aktivieren, nach draußen gehen. Also die Änderungen bringen aktuell noch nichts, deswegen muss ich etwas kurz tun. Und zwar bevor es wirklich losgeht. Da müsst ihr halt mal kurz dranbleiben. Ein bisschen Eisen farmen. Genau. Dahinter muss ich. Scheiße. Nicht gerade wenig Speed, den ich da gerade drauf habe. Also für Space Engineers Maßstäbe. Bitte. Oh Gott sei Dank. Hat sich gerade für einen Moment aufgehangen gehabt und für einen Moment hatte ich Angst, dass etwas passiert ist, was früher manchmal passiert ist auf den damaligen Servern, als der Sim-Speed immer am Abkacken war, dass man einfach abstürzt. Ohne Vorwarnung, also es ist für einen Moment, man stehen bleibt mit nur ganz geringer Geschwindigkeit und dann plötzlich schon, als es weitergeht, in einen Berg gecrasht ist. Und da bin ich wieder und habe etwas geholt. Denn jetzt kann ich endlich wieder neue Ressourcen herstellen. Und aktuell habe ich einen riesigen Metallmangel. Ich habe jetzt 80.000 Metall verbraucht schon, um einen unterirdischen Weg zu bauen, von dem ich schon mal erzählt hatte. Und vor allem hatte ich ja jetzt fast, also ich habe jetzt fast eine Woche daran gesessen. Das letzte Video hatte ich quasi auf Vorrat etwas aufgenommen. Und habe jetzt ungefähr eine Woche lang gebaut und bin ungefähr so zum Zweidrittel durch. Und zwar baue ich ja meinen Weg hoch auf den Berg. Und den hatte ich mir einmal kurz im Spectator-Modus, im Kreativmodus quasi, markiert mit GPS-Markern. Genau. Und was ist denn hier los? Jetzt muss ich schon wieder so manuell einparken. Genau, geht doch. Und da brauche ich Metall und außerdem habe ich gerade ein neues Projekt angefangen unterirdisch. Und das stelle ich euch jetzt etwas genauer vor. Und zuallererst brauche ich dafür ein paar Dinge. Erstmal das nette Teil hier und vermutlich auch noch die Teile. Die kosten alle beide nur Herstellungskomponente und den anderen Kram. Das dürfte auf jeden Fall reichen. Und genau, dafür bräuchte ich es am dringendsten Metall. Die medizinischen Komponente. Und wenn wir alles dann zusammen haben, dann gehen wir mal los und dann zeige ich euch den Bestimmungsort für diese netten Substanzen. Denn ja, ab jetzt gibt es hier unten noch ein separiertes Gebiet. Hier oben geht es ja immer noch zum Hangar. Und jetzt
gibt es hier unten extra getrennt, damit auch das Stromsystem und sowas abgekoppelt ist. Heißt, wenn man hier quasi eindringt, da oben und alles geändert wird, man sich dann extern alles versorgen kann, gibt es hier unten eine zweite Basis. Und zwar die Bunkerbasis. Und jetzt seht ihr, warum ich gerade Lampen ins Inventar gezogen habe. Ja, ich habe jetzt mal die Lampen ausgemacht. Mach's mal wieder an, sonst ist es hier nicht erträglich. Und da das ganze Ding hier komplett autonom läuft. Sekunde. So. Genau. Dafür habe ich hier unten einen Reaktor dran gepackt. Wird auch gar nicht so viel Uran. Ich muss da wieder Neues holen. Aber Uran habe ich hier aktuell ziemlich viel. Und ich hoffe natürlich, dass ich demnächst. Oh ne, hier unten kommen die anderen Blöcke hin. Die. Genau. Oder? Die. Ist halt so ein bisschen dunkler alles trotzdem aussehen als oben. Und falls dann trotzdem Leute ja hier runterkommen, was natürlich sehr wahrscheinlich ist, hier gibt es ja kein Hindernis mehr, weil man oben die Basis eingenommen hat, dann kommt natürlich ein ziemlich mieses Teil. Und man kann es auch nicht einfach rückgängig machen, indem man oben ein Kontrollpanel dranhängt. Denn dieses miese Ding schiebt sich jetzt unaufhaltsam her. Und mit normalen ja, Schleifmaschinen und sowas dauert es schon ziemlich lange, das Ding abzubauen. Und zu sprengen dauert das auch relativ lange. Ist ja ein nettes Sicherheitstor, nicht umsonst. Dann geht es hier lang und dann geht es hier unten hin. Und hier ist dann der Bereich, den ich ja gerade etwas entwickle noch. Da hinten ist einfach nur ein Sauerstoffgenerator. Hier ist eine Kryokapsel drin angeschlossen. Und genau. Und der Sauerstoffgenerator versorgt dann die und die Krankenstation. Wie gesagt, mit Sauerstoff, wenn er mal beladen wird, was noch nicht der Fall ist. Und ich möchte es aber noch ein bisschen schöner machen. Am liebsten mehr wäre das, wenn ich hier unten erstmal so einen Raum baue. Und dann baue ich zur Seite hier einmal einen Raum hin, wo es so Sauerstofffarmen gibt. Das soll halt einfach gut aussehen. Und dann hier links noch so einen Raum mit der Medical Bay drinne und der Kryokapsel. Und in der Mitte packe ich noch ein paar Pflanzen hin und so eine rote Beleuchtung. Genau. Und mit der Beleuchtung beginne ich am besten jetzt schon. Genau. Immer mit der Ruhe. Es hetzt ja keiner. Und das Ganze hier soll ja, wie gesagt, etwas mehr, ja, so gehalten werden halt, wie in einem Bunker. Deswegen, genau. Naja, es sieht irgendwie ein bisschen zu sehr rosa aus. Bisschen zu stark, finde ich. Das finde ich gut, weil das noch diese leichten Schatten. Es soll jetzt so ein bisschen wirklich alarmmäßig sein. Hier, also wenn man den Gang entlang läuft, soll mal so eine Alarmbereitschaft sein. Darf man hier die Tür nochmal zu. Wo ich auch überlegt habe, noch hier ein luftdichtes Hangartor reinzupacken. Und dann kommt man genau hier in so einen Raum. Und der wird jetzt etwas so grün gehalten. Und das mache ich. Und dieses Trickes habe ich mich schon einmal oben bedient gehabt. Durch. Sekunde. Genau. Innenbeleuchtung. Die an der Seite so unten leicht versteckt werden.
Jawohl. So. So. Und ich habe schon überlegt, entweder mache ich es wieder leicht bläulich, dass es halt so wieder modern und so abstrakt leicht wirkt. Oder ich mache es hier unten dann so. Ja, das ist. Ja, vielleicht leicht grünlich. Ist. Ich habe auch überlegt, die Pflanzen aufzustellen. Auf jeden Fall brauche ich ein Zugriffspanel. Denn die Teile sind wirklich in Ordnung. Da habe ich zwei, genau. Hier muss noch eins hin. Ich mache das hier auch links dann nochmal neu, das habe ich ja schon gesagt. Aber vermutlich dann offscreen, weil das wird ein bisschen länger dauern, der ganze Gänge zu bauen. Und ich habe auch überlegt, demnächst vielleicht mache ich mal, das ist bei Folge 10 oder 15 mal ein Livestream. Aber das wird sich dann zeigen. Das muss ich noch entscheiden. So, mal sehen. Scheiße, das sieht irgendwie extrem creepy aus. So, wirklich komisch. Ach, und ich habe den Hover Engines Mod noch mit reingepackt. Denn, ja, der schien mir geeignet. Ich will meinen Rover, der da unten noch rumliegt, nochmal etwas umrüsten. Und ich finde den Mod echt einfach nur genial. Das ist einfach nur genial, dieses Teil. Damit kann man so coole Sachen bauen. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht erstmal sagen. So riesige, coole Teile. Und mit den Zäunen, weiß ich noch nicht, aber ich glaube, damit mache ich nichts, aber mit den Bunkerbetten nochmal. Denn hier unten kommen dann noch Betten rein und ich wollte ja noch, das ist ganz wichtig, ein Badezimmer bauen. Denn das weiß man ja, ein Badezimmer ist wichtig, denn ohne Hygiene. Tja. Da sieht's mau aus. Das war eigentlich auch mal eine gute Idee, das fällt mir jetzt erst auf. Die Teile kann ich nicht leiden, weil man dann immer auf einzelnen Knopf drücken muss. Ich weiß es nicht. Das muss ich nochmal testen im Kreativmodus. Aber die Teile finde ich gut. Die muss ich mal kurz schauen, wie die aussehen. Ja, Panzerung. Also ich sag mal so. Sie sehen besser aus als die Absperrungen, die es sonst hier gibt. Genau, ich wollte es gar nicht drehen, deswegen habe ich gerade verdammt gesagt. Okay. Das ist komisch, genau das Ding wollte ich. Schräg gibt's auch, das finde ich cool. Ich muss sagen, der Mod ist zwar schon etwas älter, aber gefällt mir trotzdem wirklich sehr gut. Genau, die werde ich dann nochmal ausbauen. Also, bisher kann ich ja noch nicht so viel schweißen daran. Und dann werde ich das machen. Da mir das mit dem grünen Licht aber immer noch nicht so ganz gefällt. Ich kann mal probieren, das jetzt so zu machen. Nee, sieht auch gar nicht gut aus. Das ist irgendwie so etwas extrem. Ja, dann mache ich es lieber mal so leicht dunkelbläulich wieder, wie man es kennt. So ist es ja quasi immer. Sieht auch nicht schlecht aus. Und ich werde es ja auch wieder so lassen mit der Decke. Ich werde es aber so machen, dass man überall nichts mehr abbauen kann. Einmal durchgehen. Und genau. Dann
jetzt alles etwas höher, jetzt schon wieder. Damit schon wieder angenehmer. Und ich überlege auch, dass es vielleicht die Seitentüren ja auch etwas in dem Stil mehr halte. Genau, und wenn der Bunker dann fertig ist, dann wird die Solaranlage komplett fertig gebaut. Und wenn die dann fertig ist, wird dann das nächste Ziel, nämlich die Startrampe für die Rakete, angegangen. Oder, das ist auch eine Möglichkeit, eventuell werde ich als nächstes einen so netten Aussichtsturm auf einen Berg drauf bauen. So, am besten für den Eingang ist in der Richtung, nach oben jetzt offen. Ich finde, das passt irgendwie ziemlich gut zu diesem unterirdischen Bunkermäßigen. Genau. Jawohl. Dann werde ich auch noch mal ein kleines vernünftiges Schiff bauen, was auch halbwegs gut aussieht. Meine Schweißstation habe ich mittlerweile überlegt, weiß ich noch gar nicht, ob ich die überhaupt so machen möchte in der Art und Weise. Genau. Aber das kommt auf jeden Fall schon mal so hin. Und wird dann auch beleuchtet. Genau. Eine Seite hier wieder mit dann so LEDs mit kleinen. Aber das ist bisher vorläufig jedenfalls die Idee. Und ich merke auch, dass das Video jetzt schon wieder viel zu lange geht. Weshalb ich gleich nach oben gehe. Und mich verabschiede aus der Kryokapsel, wenn ich denn dann da bin. Das dauert ja noch kurz. Ich werde aber auch sowohl unten mit so Bunkerbetten und halt etwas alles militärischer als auch hier oben noch ein Badezimmer einbauen. Aber das werdet ihr dann bei der nächsten Folge sehen. Die kommt dann wahrscheinlich in wenigen Tagen raus. Ich versuche jetzt aktuell immer einmal innerhalb der Woche und einmal am Wochenende Minimum eine Folge hochzuladen, um mal wieder etwas regelmäßiger, ja, oder überhaupt etwas Regelmäßigkeit reinzubringen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Like doch das Video, like doch auch bitte ein paar andere Videos von mir und vor allem schaut sie. Wenn euch das Video nicht gefällt, dann gebt auch ein Dislike, aber bitte, und zwar wirklich bitte, gebt eine Begründung in der Beschreibung an, warum ihr ein Dislike gegeben habt. Denn ohne Kritik weiß ich nicht, was ich verbessern soll. Bis dann. Ciao.